Ja, die gefährlichen Irrtümer von ABCDE ist unsere beliebteste Serie, weil die Leute offensichtlich wissen wollen und sehr viele wissen wollen, sozusagen, warum die Leute, die ihnen sich als Heilsbringer hier im Internet anbieten, sich wissenschaftlich irren und warum die deswegen gefährliche Irrtümer verbreiten, sozusagen. Und wobei immer so etwa 3 bis 5% Leute sind, die natürlich sozusagen diesen geistigen Sekten angehören und natürlich negative Kommentare bringen, aber offensichtlich sind das wirklich immer nur 3 bis 5% der Leute, sind so fanatisch, dass sie sich mit Kritik an ihren Gurus gar nicht auseinandersetzen wollen, ja. Aber vorab wieder wie immer so ein paar Kurzmeldungen. Ja, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen schon mal aufgefallen ist, dass wir, wie ich es so sagen würde, dass wir Indienwetter haben, ne? Also sozusagen Indienwetter, das bedeutet letztendlich, dass wir im Frühjahr dieses Jahres ist mir aufgefallen, dass wir herrlichsten Sonnenschein hatten Tag für Tag und große Trockenheit. Und so kenne ich es aus meiner Studienreise nach Indien sozusagen. Und dann im Sommer, eben gerade war alles so dunkel, wolkenbehangen, so richtig düster. Das erinnert mich an die an Monsunzeiten, also dass wir eigentlich es geschafft haben. Also irgendwas ist schon mit einer Klimaerwärmung am Gange offensichtlich, dass wir also im Frühjahr den eigentlichen Sommer haben und danach kommt die Regenzeit, also die Zeit eines wolkenverhangenen, trüben Sommers und dass wir damit also eigentlich schon jetzt indisches Wetter haben im Prinzip. Es fehlt nur noch der wochenlange Monsun oder so, ne? Vielleicht kommt das auch noch, ne? Ja, dann in der sozialen Marktwirtschaft, und da gehen wir ja dann gleich drauf ein, wenn es um diese ganzen gefährlichen Irrtümer geht, ja, in der sozialen Marktwirtschaft ist es dem medizinisch-industriellen Komplex völlig egal, wenn alle anderen Teile der Gesellschaft pleite gehen. Hauptsache, er gewinnt, also dieser industrielle Komplex gewinnt. Ja? Das heißt also noch einmal, in der sozialen Marktwirtschaft ist es dem pharmazeutisch-medizinisch-industriellen Komplex grundsätzlich immer völlig egal, wenn alle anderen Teile der Gesellschaft pleite gehen. Hauptsache, er gewinnt. Ja, und das ist die Situation, in der wir stecken. Ja? Wir werden im Moment regiert von den gewinnbringenden Irrtümern, den vorteilbringenden Irrtümern, den karrierefördernden Irrtümern, des Mainstreams der pharmazeutischen und medizinischen Industrie. Und von denen werden wir durchregiert. Und dabei ist es dann völlig egal, wer alles Selbstmord begeht, wer krank wird durch die Maßnahmen, wer seinen Job verliert, seine Arbeit verliert, wer pleite geht, wer Konkurs anmelden muss oder was auch immer, ja, Insolvenzverfahren und was auch immer, spielt alles keine Rolle. Hauptsache die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie gewinnt. Und das ist zwangsläufig so in der sozialen Marktwirtschaft. Das muss so sein, denn das ist der Konstruktionsfehler der sozialen Marktwirtschaft. Ja? Komme ich gleich dazu, erklär ich dann gleich. Dann haben wir in Kenia also einen Internetfernsehbericht über Kenia. Da habe ich den Eindruck, nicht Corona ist das Problem in Kenia, in Nairobi und so weiter, sondern die Maßnahmen sind das, was den Menschen ihr Leben zerstört, ja? Und dann eine andere Internetsendung bringt, dass also United Kingdom, also das Großbritannien,
hat mit einem knallharten Lockdown in den dort gezeigten Statistiken deutlich mehr Tote pro Million Einwohner als Schweden. Ja, also da sieht man mal wieder, es könnte eben so sein, wie wir immer gesagt haben, dass es sein kann, dass der Lockdown selber mit seiner eigenen Tödlichkeit sozusagen, weil es ja eine Riesenkette, jede Panik und so weiter, zieht ja immer eine Riesenkette an Schäden hinter sich her, ja? Und dass diese Panik und der Lockdown zusammen eben eventuell viel mehr Tote erzeugt hat, als der Versuch von Schweden, sich relativ weitgehend aus Panik und Lockdown herauszuhalten, sozusagen. Ja? Interessante Daten jedenfalls, wenn die stimmen sollten. Wir müssen uns als Naturwissenschaftler immer fragen, natürlich, ob diese Daten, ob diese Kurven jetzt wieder irgendwie gefälscht sein könnten oder auf Grundlage irrtümlicher Daten entstanden sind. Wissen wir nicht, aber immerhin mal interessant, das nochmal so deutlich zu sehen. Ja? Schluck Wasser. Ja, also, dann widmen wir uns doch mal der Memgiat. Also man hat sich jetzt offiziell auch auf der Homepage der Next Scientists for Future.de entschieden. Also wir haben jetzt hier drei Alleinstellungsmerkmale, mindestens diese drei Alleinstellungsmerkmale der Next Scientists for Future. Das ist einmal die korrigierte und komplettierte genetisch-mimetische Evolutionsanalysetechnik, kann ich ja gerade noch mal hier zeigen. Also wir haben als Alleinstellungsmerkmale, ja, die drei Alleinstellungsmerkmale der Next Scientist for Future. Die neue echt Natur, ach so, nee, erstmal hier die korrigierte und komplettierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie. Das ist natürlich das Kernstück, also die Fertigstellung dessen, was Charles Darwin und Alfred Russel Wallace dereinst begonnen hatten, sozusagen. Das fertigzustellen, ist niemandem in der Welt gelungen, außer den Next Scientists for Future, diesem Arbeitskreis vom Weltrat, ja. So, dann haben wir das Zweite, was niemand anderem gelungen ist, die neue, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, kurz NVWL, die sich diametral von der völlig antiwissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen VWL unterscheidet, ja. Und wir haben darin das wertvollste Instrument aus diesen beiden ist sozusagen die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, also kurz MemGEAT. Ja? Und diese MemGEAT sehen wir jetzt also hier. Wo ist es? Oh, da ist es. Die MemGEAT sehen wir ja hier, also das Schaubild, mit dem man die MemGEAT verdeutlichen kann. Ja, das sehen wir ja hier. Und dann ist eben das Grundparadigma, also so Grundmodell ist, also wir können hieran alle wahnsinnigen Erscheinungen innerhalb der sozialen Marktwirtschaft und der Arbeitsteilung hier aufzeigen. Also soziale Marktwirtschaft und arbeitsteilige Systeme produzieren immer grundsätzlich Schäden, und zwar über den Weg der gewinnbringenden Irrtümer, der karrierefördernden Irrtümer und der vorteilbringenden Irrtümer. Und Irrtümer bedeutet nichts anderes, als dass wir dann mit diesen Irrtümern Gehirn gewaschen werden und unser Leben zerstört wird. Ich mache nur ein Beispiel von Millionen Beispielen. Ja? Dieses Schaubild kann man für Millionen Verdeutlichungen verwenden. Und die eine Verdeutlichung ist sozusagen, hier haben wir den Früharzt der Evolution, der noch in der Wahrheit lebte, der noch nicht diese Irrtümer evoluiert hat, sozusagen.
Und der sagt, ach ja, ist ganz toll, dass ihr euch so naturbelassen ernährt, dann habt ihr starke Immunsysteme, braucht euch über große oder kleine Krankheitsursachen keine Gedanken zu machen, sozusagen. Und toll, dass ihr ein so tolles, erfülltes, entspanntes Liebesleben habt. Das macht euch glücklich, glücklich und dann gesunde Nahrung und so weiter. Dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich eigentlich gar nicht. Und hier haben wir den ersten sich irrenden Früharzt, der nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion, also nach dem Naturgesetz, wir haben ja die zwei ganz großen Naturgesetze, einmal das Naturgesetz der Gravitation nach Sir Isaac Newton, das uns verstehen lässt, wie unser Sonnensystem, wie das Universum durch die Gegend fliegt und welche Anziehungskräfte, Gravitationskräfte das Ganze sozusagen alles in bestimmten Bahnen lenkt, sozusagen, also dieses neue Weltbild, Erdbild, Sonnensystemsbild und Universumsbild ist wesentlicher auch von diesem Naturgesetz der Gravitation sozusagen gekennzeichnet. Und das nächste große Naturgesetz, das unverstandene Naturgesetz, ist das Naturgesetz von Mutation und Selektion, was sozusagen trennt zwischen, also so den Unterschied macht zwischen Pseudowissenschaftlern, die dieses Naturgesetz völlig ignorieren und echten Wissenschaftlern, die dieses immerhin schon 1859 hat Charles Darwin sein entsprechendes Buch veröffentlicht, also ist das jetzt ja schon ja 161 Jahre sogar veröffentlicht. Es ist natürlich schon viel älter, weil Darwin wusste es natürlich schon viele Jahre vorher, aber na, also so jedenfalls in der Größenordnung, das ist schon bald 200 Jahre alt und trotzdem haben die ganzen Pseudowissenschaftler der Erde es immer noch nicht akzeptiert, dass dieses Naturgesetz alles in unserer Welt bestimmt, ja? Wir werden viel mehr, für uns hat viel mehr Bedeutung. Natürlich hat das Gravitationsgesetz auch Bedeutung, sonst würden alle Häuser einstürzen, weil sie nicht auf die Anziehungskräfte nicht, die nicht richtig berechnet worden wären und so weiter. Aber das Naturgesetz von Mutation und Selektion bestimmt alles, was menschliches und überhaupt Leben angeht. Und damit ist es für das für uns wichtigste Naturgesetz. Ja, also hier haben wir den ersten Früharzt, der sich irrt und der dann sagt hier, ach, nein, also die Krankheit kommt von irgendwelchen, ja, großen und kleinen Kräften und auch die kleinen Kräfte, die man ja dann später Viren und Bakterien benannt hat, sozusagen. Ja, das sind ja alles Killer und die sind ganz gefährlich und ihr könnt nur gesund leben. Außerdem, ihr könnt nur gesund leben, wenn ihr von mir möglichst viele Produkte kauft. Später dann Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Chemotherapien, Antibiotika und so weiter, Operationen und so weiter, ja. Und dieser Irrtum sozusagen, und wenn er dann noch dazu sagt, nö, ihr könnt ruhig die moderne, denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund, ja, dann verführt er die Menschen damit, sich, ohne drüber nachzudenken, sich krankmachend zu ernähren. Dadurch kriegt er Dauerkunden, kann viele seiner Behandlungen verkaufen, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und ist damit, begründet damit die Großfamilie, zu der dann Professor Drosten und Professor Karl Lauterbach gehören und Professor Wieler und solche Leute, ja. Und das ist dann der Mainstream der Medizin. Das sind die sozusagen Ärzte, die voll sind von ihren gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern. Und dann haben wir die Ausnahmeärzte, wie wir viele bei den Next Scientists for Future.de haben und die guten Ausnahmeärzte, die wahrheitsorientierteren, wie Dr. Wodak, Bakhtiari,
die Schiffmann und so weiter, ihr kennt ja die ganze Liste, Hockerts und so weiter. Das sind die Ausnahmeärzte, die sagen, ja, ich glaube doch nicht alles, was meine berufsinterne, gewinnorientierte Propaganda so alles bringt. Ich muss mich doch ein bisschen an Wahrheit halten und kann doch nicht jedes Geschäft mitnehmen. Diese Ärzte könnten sie sich alle leicht machen. Die könnten alle sagen, na, ich nehme einfach das Impfgeschäft mit und das Testgeschäft nehme ich auch mit und so weiter und halt meinen Mund. Nein, es gibt aber eben auch die guten Ärzte, die sagen, nein, es ist mir nicht so wichtig, jetzt nochmal ein Geschäft auf Kosten meiner Kunden zu machen und auf Kosten der Menschen oder auf Kosten der Gesellschaft. Ich bin irgendwo auch der Wahrheit verpflichtet und ja, und aber das Dilemma ist, das sind immer nur wenige, denn und auf diesen wahrheitsorientierten Ärzten liegt immer ein starker Selektionsdruck. Denn diese mit ihren gewinnbringenden Irrtümern, die konkurrieren natürlich solche Ärzte aus. Ja, deswegen ist hier in dem Schaubild auch gezeigt, dass der Enkel sozusagen hier, nee, Kind, Enkel, Urenkel, also dass der Urenkel dann seinen Laden, seinen Frühärzteladen, seinen Schamanenladen oder was schließen muss, weil er einfach nicht konkurrenzfähig ist gegenüber all diesen gewinnorientierten, sozusagen Mainstream-Ärzten. Schluck Wasser. Und dieses eine Beispiel steht für Millionen andere Beispiele. Ich könnte jetzt also in all den Sendungen, also den bisherigen 526 Sendungen, wurden wahrscheinlich 50 verschiedene Beispiele genannt. Man kann also hier, könnte hier hunderte verschiedene Beispiele quasi evolutionsbiologisch hier mit dieser Memgeat durchdeklinieren sozusagen. Und käme immer wieder zu dem gleichen Schluss. Arbeitsteilung und Marktwirtschaft sind nicht nur brandgefährlich, sondern total schädlich für uns Menschen, wenn sie nicht durch Schutzmaßnahmen geschützt werden. Ja? Also wenn wir nicht zum Beispiel. Was haben wir an Steuerelementen bei den Next Scientists for Future? Wir haben einmal die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Das heißt also, der sich irrt und Gewinne auf Kosten der Bevölkerung macht, ja, also diese Leute werden ja immer kränker, weil sie sich immer schlechter ernähren, seine Kunden und so weiter. Und die werden dann ja auch mit den ganzen Behandlungen, dann haben sie die Operationsfolgeschäden und so weiter. Die werden immer unglücklicher, geben immer schlechtere Wohlfühlstimmen ab, ihre Gesundheitsdaten werden immer schlechter. Also wir haben einmal die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die damit dazugehören, die Wirtschaftswunderdaten und dann haben wir in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen noch etliche andere zusätzliche Steuerelemente und diese sogenannten Steuerelemente sozusagen führen dazu, dass eben diese Art von Arzt keine Verdienstzuschläge mehr bekommt, weil er ja den Menschen mehr schadet als nutzt, sozusagen. Und die wahrheitsorientierten Ärzte rücken quasi an diese Stelle, werden großen Erfolg haben, weil sie ihren Kunden ja großen Nutzen bereiten und deren Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten verbessern. Und die Ärzte, die voll von gewinnbringenden Irrtümern, von karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern waren, ja, die müssen jetzt werden dann von den Next Scientists for Future kostenlos darin weitergebildet, dass sie diese gewinnbringenden Irrtümer verlieren und dann werden die auch wahrheitsorientierte Ärzte und dann kriegen alle schöne Verdienstzuschläge, weil sie alle unsere Gesundheit, unsere Lebensqualität, unsere Langlebigkeit und unsere wirtschaftliche Situation insgesamt verbessern. Bessern. So, und jetzt haben wir das Grundprinzip. So sieht also dann ein guter Staat aus. Ja, wir sprechen deswegen auch ganz provokativ davon, dass wir also ein
echt, im Gegensatz zur Pseudoplanwirtschaft des Stalinismus oder des Honeckerismus, also diese verrückten pseudokommunistischen, pseudosozialistischen, pseudoplanwirtschaftlichen Staatsformen, die sind natürlich ein Witz, das sind natürlich Witzelemente, ja, aber ein echtes, gesundes, planwirtschaftliches Schutzdach braucht man, um damit Markt und Arbeitsteilung nicht tödlich für uns alle sind und nicht ständig und fortgesetzt riesige Schäden anrichten. Ja? Und insofern sozusagen ist jetzt klar, worin die ganz gefährlichen Irrtümer bestehen, all dieser Pseudowissenschaftler. Schauen wir uns mal an. Also, da haben wir also ja, Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution und Atlas-Initiative, Schluckwasser. Der hängt dem pseudowissenschaftlichen Aberglauben an. Erstmal hängt da natürlich einer pseudowissenschaftlichen VWL, also Volkswirtschaftslehre, also einer nicht naturwissenschaftlichen, sondern einer pseudowissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre an, ja. Und genauso wie all die anderen hier, Hans-Werner Sinn, IFO, Institut, Wirtschaftsweisen, Sachverständigenrat und so weiter. Also der Aberglaube daran ist irgendwo immer noch da, dass Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft irgendetwas Gutes sei und Arbeitsteilung etwas Gutes hätte. Nein, ich habe ja hiermit aufgezeigt an einem von Millionen Beispielen, dass alle Aspekte unseres Lebens geschädigt werden durch Marktelemente und arbeitsteilige Elemente, solange sie nicht durch ein behutsames planwirtschaftliches Schutzdach, durch Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, solange nicht alle Verdienstzuschläge abhängig gemacht werden von den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten und den Wirtschaftswunderdaten und einigen anderen Steuerelementen sozusagen, solange so die Gesellschaft nicht sinnvoll gesteuert wird, richtet Markt und Arbeitsteilung weiterhin riesigste Schäden an. Ja? Also zum Beispiel Krieg. Naive Menschen denken Krieg, ja, das ist so eine Art Naturkatastrophe. Nein, das ist ein Produkt von Arbeitsteilung und von Markt. Ja? Beispiel ganz kurz, nur als Beispiel, millionenfach schon gemacht. Hier haben wir den ersten Frühhändler der Evolution, der irrt sich nicht und sagt, wunderbar, wie ihr schön alle so liebevoll in euren Kommunen lebt und wie ihr die Nachbarkommunen so schön besucht, weil dort eure Töchter und Enkel leben und so weiter und wie ihr liebevoll und kooperativ mit denen seid und pazifistisch seid. Wunderbar, ja? Und der hier erzählt Übersetzungsfehler und er erzählt eine Nachricht, die unwahr ist, aber die sich für ihn als extrem gewinnbringend erweisen wird. Er erzählt die Geschichte, oh, da hat eine Kommune die andere Nachbarkommune nachts überfallen und alle totgeschlagen, es war ein Blutbad und so weiter. Ja, und am nächsten Morgen reißen ihm die Kunden sozusagen seine Steinäxte aus der Hand und kaufen ihm alles ab und er wird da sozusagen der erste riesig erfolgreiche Waffenhändler, weil er mit dieser Geschichte den Leuten Angst gemacht hat sozusagen vor einem möglichen Überfall und die Leute fangen jetzt an, darüber nachzudenken, ob sie nicht vielleicht doch die Nachbarkommunen lieber totschlagen sollten, damit die sie nicht totschlagen können und so weiter. Und so wird dann also über gewinnbringende Irrtümer, vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer, kann dann dieser Waffenhändler hier wieder 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel in die Welt setzen und eben ist der Vorfahre quasi damit der heutigen Waffenkonzernbesitzer. Ja? Und das
das so läuft die Evolution überall. Das heißt also, aus pazifistischen Frühmenschen werden kriegslüsterne, gewaltbereite, angriffslustige Sozialmarktwirtschaftsmenschen und werden in diesem Sinne degeneriert in Richtung einer Regression, in Richtung frühere Gewaltzeiten der früheren Evolution. Also wenn wir darüber reden, dass, also ich glaube, dass Menschen vor menschenähnliche, also unsere Urgroßeltern vor 10 Millionen Jahren, da vor 13,8 Millionen Jahren, vor 10 Millionen, ich glaube schon, dass die gewaltbereit waren und dass die auch zu Gewalthandlungen und so weiter jederzeit bereit waren, alleine schon genetisch. Ja? Aber wir haben ja einen genetischen Wandel hinter uns, sodass man sagen kann, dass der dringende Verdacht besteht, dass vor 400.000 Jahren wir pazifistisch waren, und zwar pazifistischer als die Bonobos mit ihrem Bonobo-Kommunismus, wesentlich weiterentwickelt pazifistisch waren als die Bonobos mit ihrem Bonobo-Kommunismus. Ja? Aber sozusagen die Marktwirtschaft und Arbeitsteilung machen automatisch aus pazifistischen Menschen mimetisch, also über Viren des Geistes, wieder kriegslüsterne Menschen, ja, eben über solche Geschichten, wie ich sie eben hatte. Und diese Geschichte zum Beispiel, ich erinnere nur daran, dass so eine Geschichte auch erzählt wurde bei Saddam Hussein. Da wurde gesagt, ach, der Saddam Hussein ist ein ganz böser Teufel, der hat Angriffswaffen, Massenvernichtungswaffen und will uns alle angreifen und will die ganze Welt töten und so weiter, und deswegen müssen wir den jetzt totschlagen. Und gesagt, getan. Also genau so laufen auch heute noch Kriege, ja? Ja, also so verschafft sich die Waffenindustrie und die Waffenhändler über unwahre Geschichten ohne böse Absicht, die glauben einfach diese Geschichten, ja, ohne böse Absicht schützen sie uns von einem Krieg in den anderen. Und wer glaubt, dass es bei Adolf Hitler anders gewesen sein mag, da kann ich nur sagen, träumt schön weiter, ja. Also die Waffenindustrie war bestimmt der entscheidende Punkt, die Hitler geholfen hat, erst einmal an die Macht zu kommen. Und Hitler hat dann halt den Krieg geliefert, der den Umsatz für die weltweite Waffenindustrie gebracht hat. Also von daher würde ich sagen, wir müssen sozusagen selbstverständlich jeden Krieg, egal jeden Krieg und jede Gewalthandlung müssen wir zwangsläufig verursacht durch Marktwirtschaft und Arbeitsteilung verstehen. Alles andere ist pseudowissenschaftlicher Kinderkram sozusagen. Ja, also dann gehe ich mal wieder hier hin. Vielleicht nochmal zwischendurch unser schönes Tagesbild. So, ja, das heißt also, damit ist sozusagen, ist klar, dass Krall, Sinn, IFO-Institut, die Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat über richtig gemeingefährliche Irrtümer verfügen, weil sie immer noch den Aberglauben, den pseudowissenschaftlichen Aberglauben, sie sind zwar keine Flacherdler, aber sie sind in dieser Hinsicht Kreationisten. Das ist ein kreationistischer Aberglaube. Man könne die Welt erklären ohne das wichtigste Naturgesetz, nämlich das Naturgesetz von Mutation und Selektion. Und das sind richtig gefährliche Irrtümer. Und leider verfügt auch Felber über diesen Irrtum. Also er versteht überhaupt nicht, dass die Teile von Markt, die er noch leben lassen will in seiner Gemeinwohlökonomie, ja, dass die alleine völlig ausreichen würden, um unser aller Leben noch weiterhin zu zerstören, so dass sein Lösungsansatz also nicht noch nicht mal eine halbe Sache ist, sondern vielleicht uns
wenn er überhaupt in irgendeiner Weise realistisch wäre, sozusagen uns nur ein Zehntel aller Marktwirtschaftsprobleme lösen würde, weil er eben die Marktwirtschaft weiterhin und die arbeitsteiligen Systeme weiterhin ihre Schäden entfalten lässt. Ich hatte das ja schon mal an einem Beispiel gesagt, ja, dass also mit der Wohlfühlstimme, ja, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten kann ich rausfiltern, ob ein Bio-Brot eines bestimmten hochzertifizierten, also vielleicht ein dieser Biobauer und dieser Bio-Bierhersteller, diese beiden, die hätten jetzt eine Gemeinwohlbilanz von 1000 Punkten, also den höchsten Wert von allem. Und erst die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten würden feststellen können, dass in Wirklichkeit dieses Biobrot die Leute krank macht und dieses Biobier die Leute auch krank macht und früher sterben lässt. Das kann aber die Gemeinwohlbilanz nicht feststellen von Christian Felber, weil da eben die Wohlfühlstimme fehlt, die Gesundheitsdaten fehlen, die Langlebigkeitsdaten fehlen und die Wirtschaftswunderdaten und die anderen Steuerelemente fehlen. Und dadurch kann also uns die Gemeinwohlökonomie nicht vor tödlichen Fehlentwicklungen wie Biobrot oder Biobier nicht schützen, weil sie dafür keine Messgrößen hat, sozusagen. Ja, und von daher ist es also so, dass wir leider auch sagen müssen, Christian Felber versteht die Gefährlichkeit des Marktes nicht, ne? Deswegen gefährlicher Irrtum auch das, ja? Übrigens nochmal der Hinweis: Alle, die wir hier nicht aufführen, die führen wir nicht auf, weil die besser wären als die hier aufgeführten, sondern weil sie so viel Irrtümer in sich tragen, dass es sich gar nicht lohnt oder dass sie so unbedeutend sind, dass es sich gar nicht lohnt, mit ihnen zu beschäftigen. Also das sind immerhin die, mit denen wir durchaus gerne noch Talkshows machen können und reden können, weil man kann mit denen ja immerhin vernünftig reden, ja, also wenigstens ansatzweise. Ja, die ökologisch-demokratische Partei ist da eben auch ein Problem, weil die auch im nicht versteht, wie gefährlich Markt- und Arbeitsteilung in Wirklichkeit sind. Also ist sie trotz mancher guten Ansätze eben auch voll von gefährlichen Irrtümern. Ne? Sarah Wagenknecht, Kevin Kühnert, Rainer Mausfeld, die haben natürlich, das ist die Liege der Linken sozusagen, die eben einfach denken, wenn man einfach so den Reichen was wegnimmt und es den Ärmeren gibt, dass die Welt dann besser würde. Das ist nicht der Fall. Also wir können, ich habe es gestern ja gesagt, dass wir nach Einführung der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten und so weiter, dass wir dann sicherlich die ganzen Steuern, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Unternehmenssteuer, was auch immer, sozusagen bestimmt ein klein wenig anheben können, weil dann die Lebenslust und die Lebensqualität in Deutschland so hoch wird, dass natürlich niemand ohne weiteres abwandern will mit seinem Unternehmen, ja, sondern die Leute werden heilfroh sein, die Unternehmer werden heilfroh sein, wenn sie in Deutschland leben dürfen in Zukunft. Dadurch kann man natürlich schon auch ein bisschen da diese Steuern vorsichtig erhöhen. Aber was Wagenknecht, Kühnert und Mausfeld eigentlich wollen, ist, dass man jetzt bei der schlechten Lebensqualität, die in Deutschland herrscht, quasi einfach was von den Reichen wegnimmt. Und das würde dann dazu führen, dass wir die aus dem Lande treiben. Und wenn alle guten Unternehmer Deutschland verlassen haben und die Arbeitsplätze mitgenommen haben, nach China, nach Indien und sonst wohin, dann ist Deutschland das ärmste Land der Erde irgendwann, weil wir nämlich dann keine Arbeitsplätze mehr haben und alle Menschen nur arbeitslos sind und sozusagen, ja. Also von daher sind das undurchdachte Konzepte. Ja, Nico Pech mit Postwachstum und Degrowth, das ist im Prinzip richtig, aber der Degrowth muss in der Konsumsucht stattfinden. Also schauen wir es uns kurz an. Also, dieser Frühhändler und Früharzt
sagte die Wahrheit und sagte, toll, dass ihr so ein tolles Liebesleben habt und dass die Männer in den Kommunen alles, wie bei dem Bonobo-Kommunismus, alles den Frauen und Kindern schenken. Toll, dadurch gibt es auch keine Schere, die aufgeht zwischen Arm und Reich und so weiter. Ja, und dieser sich irrende Frühhändler und Früharzt sagt, ach nein, ist das widerwärtig, euer ständiges Geschmuse und der Sex, das ist ja ekelhaft, das ist ja krankheitserregend und das ist ja unmoralisch und unkeusch, lass das sein und so weiter, ja. Und dadurch fangen die Menschen an, ihr Liebesleben zu unterdrücken und die Menschheit, man könnte Menschheit sagen, der Mensch ist das Tier mit der stärksten Angst vor seiner naturgegebenen Sexualität sozusagen und seinen naturgegebenen körperlichen Lustquellen. Also das ist das verrückte Tier der Evolution. Warum? Weil Marktwirtschaft und Arbeitsteilung automatisch zu sexueller Unterdrückung führen müssen. Ja, weil irgendwann taucht immer ein Händler auf, der diese Irrtümer verbreitet und der wird dann riesige Verkaufserfolge haben, denn die Leute sind jetzt unbefriedigt. Und unbefriedigte Menschen werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig. Und bei wem kaufen sie? Genau bei diesem Händler hier. Der kann wieder 2 Kinder, 3 Enkel und so weiter ernähren und der wird der Urvorfahre von Aldi, von Rewe, von Lidl und so weiter, ja? Und er lebt, diese Großfamilien leben dann gut von sozusagen den konsumsüchtigen, kaufsüchtigen, shoppingsüchtigen, sexuell unterdrückten Opfern der Marktwirtschaft sozusagen, ja? Ja, und das bedeutet, wie können wir die groß hinkriegen und Postwachstum? Eben nur, indem wir den Menschen wieder über die Hausarztkommunen sozusagen wieder dieses Liebesglück zurückgeben. Ja, über die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten wird sich herausstellen, dass die Menschen, die ein größeres Liebesleben haben, im Durchschnitt weniger konsumsüchtig sind. Und dadurch kriegen wir einen Postwachstumsprozess, einen Degrowth-Prozess, sparen Milliarden Gelder ein, sozusagen werden ein Wirtschaftswunder dadurch kriegen, denn das Verrückte ist ja so, wir haben ja nicht deswegen ein Wirtschaft, man kriegt ja nicht ein Wirtschaftswunder, wenn alle Menschen krank werden, konsumsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, sondern das ist ja dann nur ein scheinbares Wirtschaftswunder. Tatsächlich ist es ein volkswirtschaftlicher Schaden, denn all diese Suchtkranken bringen ja volkswirtschaftlich keine Leistung mehr. Nun, damit verlieren wir dadurch Abermilliarden jedes Jahr. Und dieses Wirtschaftswunder von 500 Milliarden pro Jahr für Deutschland alleine kriegen wir eben zum Beispiel auch dadurch, dass wir die Konsumsucht reduzieren, natürlich auch dadurch, dass unsere Ärzte Krankheiten verhindern, anstatt an Krankheiten zu profitieren. Gestern habe ich einen Buchtitel gesehen, Heilen verboten. Töten erlaubt. Ja, das war die Beschreibung der Medizinindustrie. Ja. Also, um das nur ganz kurz zu sagen, also wir brauchen Postwachstums- und Degrowth-Prozesse, ja, wir brauchen mehr Gesunde im Land, dann bläht sich die Pharma- und Medizinindustrie nicht mehr künstlich auf. Wir brauchen mehr Glückliche im Land, dann bläht sich das Thema Alkoholsucht, Drogensucht, Medikamentensucht, Zigarettensucht nicht künstlich auf und dadurch kriegen wir viel leistungsfähigere Menschen in der Wirtschaft sozusagen und machen volkswirtschaftliche Riesengewinne, ja? Denn wie gesagt, ein Autounfall, wo jemand mit dem Auto gegen einen Brückenpfeiler rast, ist nur scheinbar ein wirtschaftlicher Erfolg, weil dann ein neues Auto verkauft werden kann, der Brückenpfeiler repariert werden muss, Beerdigungsinstitute verdienen. Nein, der Mensch würde uns doch viel größeren Nutzen bringen, wenn er kerngesund und glücklich weitergearbeitet hätte und Innovationen entwickelt hätte, Top-Produkte entwickelt hätte. Und nur wer keine Ahnung von der Welt hat, kann glauben, dass es doch volkswirtschaftlich ein Gewinn sei, wenn sich einer gegen einen Brückenpfeiler rast und dann ein neues Auto verkauft werden kann, Reparaturen verkauft werden können, Särge verkauft werden können und so weiter. Ja?
Das ist so nach dem Motto, dann kann man ja auch gleich sagen, ja, eigentlich ist doch der Krieg das beste Geschäft, also sollten wir ständig einen Krieg nach dem anderen machen, weil dann können wir viele Särge verkaufen. Ne? Ja. Und am Ende ist natürlich ein solches Land nichts anderes als völlig kaputt. Ne? Ja, dann schauen wir mal weiter. Also, Nico Pech. Postwachstum geht nur so, wie ich es eben beschrieben habe, und die Growth geht auch nur so. Alles andere sind Träumereien, ja? Also wieder gefährliche Irrtümer auch, ja? Ja, Scientists for Future, die haben schon mal den gefährlichen Irrtum, ja? Also Scientists for Future sind für uns natürlich auch keine richtigen Wissenschaftler, weil die glauben erstens jedes Wort bei Corona, ja? Das sind so Leute wie Professor Harald Lesch dabei, die also so richtig so geistig die idealen Freunde der Pharmaindustrie sind und so weiter. Oder Dr. Eckart von Hirschhausen, das sind so richtige Medizinindustrie- und Pharmaindustriefreunde, die also gar keinen Gedanken zulassen, dass wir mal darüber reden müssen, ob denn die Einschätzung, die Gefährlichkeitseinschätzung von Corona denn überhaupt realistisch war. Und außerdem wollen sie sozusagen Deutschland in eine Vorreiterrolle beim Klima drängen, ohne zu erkennen, dass natürlich das Klima natürlich immer ein Mikado-Spiel ist, sozusagen. Wer sich zuerst auf der Welt bewegt, stirbt. Ja, das haben ja viele vernünftigere, einigermaßen vernünftige Volkswirtschaftsprofessoren ja gesehen. Also Professor Sinn hat das ja vorkalkuliert und so weiter und auch viele andere, auch sogar der linkslastigste von den Wirtschaftsweisen, der Professor Truger, hat ja auch richtig gesagt, ja Vorsicht beim Klima, da können wir nicht allzu viel voran stürmen, das ist schwierig, ja, weil eben ganz einfach, in dem Moment, wo wir ohne ein Wirtschaftswunder zu haben, vorher einfach sozusagen den teuren Weg gehen, selber Klimaschutz zu machen und die 2%, die Deutschland an CO2-Gasen ausstößt in der Welt, sozusagen auf null zu fahren, sozusagen, dass uns das volkswirtschaftlich so viel Schäden bringen könnte, dass wir dann ein armer dritte Weltstaat sind, wenn wir das machen würden, so wie das die Scientists for Future munter fordern, weil sie gar keinen Gesamtblick für Deutschland als Teil der Evolution in der Welt haben und damit auch die weltwirtschaftlichen, sozusagen die Ranglisten. Es gibt ja quasi, gibt zwar vielleicht keine richtig gut ausformulierte Weltrangliste der Staaten dieser Erde, aber faktisch ist es immer so in der Evolution, dass jemand der welterfolgreichste Staat ist, der zweiterfolgreichste, der dritterfolgreichste, der vierterfolgreichste und irgendjemand ist auch der 200 erfolgreichste Staat der Erde, ja? Und das würde bewegen, Deutschland würde es bewegen Richtung das Ende dieser Rangliste sozusagen. Ja, wobei, warum reden wir aber überhaupt? Wollen wir überhaupt reden mit Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebsma, Extinction Rebellion und so weiter? Aus nur einem einzigen Grunde, dass irgendwie, aus irgendeinem Grunde, diese Leute den Zugang zu den Großmedien und den großen Journalisten dieses Landes bekommen haben. Und deswegen haben wir ihnen einen Angebot gemacht, nämlich hier, wir bieten euch den Kohlestopp 2026 vollfinanziert und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. Nicht, weil wir euch besonders mögen, sondern das ist einfach nur ein Kooperationsangebot, ja? Und ihr bekommt das und wir bekommen dadurch die Präsenz in der weltweiten Medienlandschaft, nämlich dass ihr eben in einer Weltpressekonferenz sagt, ja hoppla, lasst uns doch mal weltweit diskutieren, ob der Lösungsansatz der Next Scientists for Future, die Marktwirtschaft und zu beenden die soziale Marktwirtschaft und durch Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und so weiter, die gesamte Weltwirtschaft zu lenken in eine Menschenfreundlichkeit und in Richtung Umweltreparatur und so weiter.
ob das der richtige Ansatz ist. Und wenn dann diese Reformen umgesetzt werden, fließt eben ein Teil des Wirtschaftswunders, was daraus resultiert, würde dann in den Kohlestopp 2026 fließen und in den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. Ja? Und so könnten wir dann Stück für Stück die Welt sanieren und so weiter. Der nächste Staat, der dann von den Next Scientists for Future sozusagen reformiert werden möchte, der muss dann eben den gleichen Prozentsatz wie Deutschland oder Österreich oder Schweiz, denn wir bieten das ja jedem Land der Erde an. Ein Land der Erde wird also kostenlos reformiert. Und dann die nächsten Staaten müssen den gleichen Prozentsatz für Klimaschutz aufwenden. Das heißt, dadurch würde dann ein Staat nach dem anderen CO2-neutral werden und so weiter. Aber das ist nur ein Kooperationsangebot. Wie gesagt, es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass Deutschland gar nicht zum Vorreiter wird beim Klimaschutz, sondern dass wir ein weltweites Emissionshandelsabkommen hinkriegen. Das wäre ja noch die andere Möglichkeit, ne? Aber wie gesagt, diese ganzen gefährlichen Irrtümer sind natürlich, dass Luisa Neubauer und all diese Leute uns natürlich auffordern wollen, letztendlich sozusagen der dritten Welt zu erlauben, weiterhin munter CO2 auszustoßen und wir selber verzichten auf den CO2-Ausstoß und damit wird dann Deutschland und Europa ein armes Land und die dritte Welt wird uns überholen wirtschaftlich dann, weil die ja den wirtschaftlichen Reingewinn daraus dann haben werden. Ne? Also insofern auch gefährliche Irrtümer, ja. So, bei Extinction Rebellion gibt es ja auch noch diesen Irrtum, dass die von irgendwelchen Bürgerinnenversammlungen träumen. Also die Grundformel muss immer lauten, schauen wir es uns nochmal an. Wenn man vier Kasten nichts anzubieten hat, ist ein Ansatz wertlos. Wenn man also der politischen Kaste, der Journalistenkaste, der Lobbyistenkaste und der Unternehmerkaste nicht ein besseres Leben und eine bessere Lebensqualität, also mehr Lebenslust, mehr Langlebigkeit, mehr Gesundheit und gleichzeitig noch ein Wirtschaftswunder anbieten kann, hat man nichts anzubieten und dann ist ein Vorschlag nutzlos. Also Bürgerinnenversammlung würde nur bedeuten, dass man der politischen Kaste anbietet: Wir wollen euch einen Teil eurer Macht wegnehmen und diese auf eine Bürgerinnenversammlung übertragen. Dann sagt die politische Kaste zu Recht: Ja, ihr wollt uns nur etwas wegnehmen, aber nichts geben. Ihr wollt nur nehmen und nichts geben. Danke für das Angebot, für uns uninteressant. Und damit ist es gestorben. Ja? Auch jede Partei, die von Bürgerversammlungen träumt, wie vielleicht auch die ÖDP, bis die dann im Bundestag die 51% Mehrheit hätte, wären sie schon längst so befreundet mit der High Society, mit den Lobbyisten, mit den Unternehmern, mit den Konzernen und mit der High Society insgesamt, dass die längst ihre Idee einer Bürgerversammlung dann längst genauso aufgegeben hätten, wie die Grünen alle ihre Ideale längst aufgegeben haben. Ne? Das ist einfach, wenn man sozusagen mit der High Society am Tisch sitzen darf, dann wird man der Freund der High Society und vergisst seine Ideale. Ne? Schluck Wasser. Die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und die anderen Steuerelemente, die würden alle dazu führen, dass es für jeden Politiker ein besseres Leben gibt. Wir geben, also die Next Scientists for Future wollen also den Politikern geben, den Journalisten geben, den Lobbyisten geben, den Unternehmern geben und nicht nur nehmen. Ja? Die Wohlfühlstimme nimmt auch einiges weg, aber gibt dafür viel mehr, als sie wegnimmt.
Also ist es ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis für diese uns regierenden Kasten sozusagen. Und das hat eine Chance. Aber eine Bürgerinnenversammlung, wie bei von Extinction Rebellion gewollt, ist einfach nur eine Zeitvergeudung, weil sie diesen vier regierenden Kasten nichts anzubieten hat, sondern immer nur, wir wollen euch alles wegnehmen und wollen euch nichts geben. Uninteressantes Angebot. Ja? So, dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir am nächsten Donnerstag ja die Talkshow mit Gradido. Bin mal gespannt, wie die ihre Währung sozusagen, wo die den Ansatzpunkt finden, diese vier Kasten überzeugen zu wollen, dass wir eine neue Währung brauchen. Die Ideale von Gradido sind natürlich sehr gut, selbstverständlich. Es geht aber eben darum, ist es auch umsetzbar? Das wird die Frage am Donnerstag sein. Wie genau müssen wir es technisch einführen? Wie überzeugen wir die politische Kaste, die Journalistenkaste von Gradido und wie überzeugen wir die Lobbyistenkaste und die Unternehmerkaste davon, dass das für diese vier regierenden Machthaber sozusagen wirklich ein Gewinn sei? Na, bin mal gespannt auf die Talkshow am Donnerstag. Bhutan, das Bruttonationalglück, das ist auch ein Irrtum sozusagen, ein Irrweg, weil die eben ihre gesamte Datenerhebung nicht zur Grundlage der Verdienstzuschläge machen. Und ohne dass quasi sozusagen eine Steigerung des Glückes eines anderen Menschen, solange die nicht wirtschaftlich belohnt wird durch zum Beispiel Verdienstzuschläge oder Zuschläge aller Art, ja, kann es nicht funktionieren, kann es keine echte Wirkung entfalten. Was nutzt es, Daten zu erheben, wie gut es den Leuten geht, wenn man die Verdienstzuschläge nicht davon abhängig macht, ja? Also damit ist auch die Bhutans Bruttonationalglück-Idee eine wertlose Idee, also ein Irrtum. Ne? Ja, die Nachdenkseiten stehen ja für diese ganzen vielen Internetsender, die manchmal Halbwahrheiten bringen, aber auch ganz viele Irrtümer in sich tragen. Ja? Und sehr krasse Irrtümer tragen natürlich dann auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker wie KenFM, Attila Hildmann oder Xavier Naidoo in sich. Warum? Was ist ihr einziger zentraler Denkfehler? Sie analysieren viele Missstände richtig. Also die analysieren hier, ja, so. Da laufen Dinge schief, die Pharmaindustrie, da wird auch von Pharma-Mafia gesprochen und so weiter. Ja, also da diese Verschwörungstheoretiker erkennen viele, dass es viele Zusammenhänge gibt oder dass vieles im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und der arbeitsteiligen Systeme vieles schief läuft. Aber dann machen sie den zentralen Denkfehler, nämlich dass sie denken wie ein animistisch denken. All dieses Schlechte und Böse kann doch nur durch böse Lebewesen zustande kommen. Die einen denken an Reptiloiden, die anderen an böse Verschwörer und böse Menschen, Bill Gates wird als böser Mensch hingestellt und so weiter. Also das heißt, die sehen nicht die Ursache, dass die soziale Marktwirtschaft und die Arbeitsteilung, solange sie ungelenkt sind, an sich böse sind und die Ursache alles Schlechten in der Welt sind, sondern sie glauben wirklich, dass es sich um böse Lebewesen handeln würde, die böse Absichten hätten und deswegen. Und das ist halt ein Irrtum wieder. Ja, das ist auch wieder ein gefährlicher Irrtum, weil der kann ja auch dazu führen, dass man diese bösen Menschen umbringen möchte oder irgend sowas. Und damit ist das also auch, sind diese Verschwörungstheoretiker, also sind das auch gefährliche Irrtümer. Nein. Die Naturwissenschaft lehrt uns, böse sind nur die soziale Marktwirtschaft und die Arbeitsteilung. Und dieses Böse können wir beenden
durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und die anderen Steuerelemente, die uns sozusagen unser gesamtes Gesellschaftssystem in Richtung Menschenfreundlichkeit und Umweltreparatur lenken, sozusagen. Ja, dann haben wir noch das andere Geschäftsmodell, ja, also aus all dem Leiden hier, also ich habe ja vorhin schon geschildert hier, wie war das, also letztendlich ja, Schluck Wasser. Wie eben die soziale Marktwirtschaft und die Arbeitsteilung unsere gesamte Lebenslust zerstört haben und uns in die Konsumsucht, in die Kaufsucht, in die Shoppingsucht, in die Drogensucht, die Alkoholsucht, Zigarettensucht und so weiter getrieben haben, ja, und unser aller Leben so zerstört haben. Und einen riesigen Liebesmangel. Wir sind die Welt der Einsamkeit, die Welt des Liebesmangels geworden dadurch und so weiter. Ja, und wie eben dann eben jetzt kommen die Profiteure, ja, und sagen, nein, wir wollen das Problem nicht grundsätzlich lösen, sondern nein, alle diese Missstände, da verkaufen wir euch was. Da verkaufen wir euch irgendwelche esoterischen Heilslehren. Irgendwelche spirituellen Heilslehren verkaufen wir euch und machen ein Geschäft damit. Irgendwelche Psycho-Heilslehren verkaufen wir euch und irgendwelche Nahrungsergänzungen verkaufen wir, weil natürlich zugegebenermaßen die ganze Landwirtschaft eine völlig denaturiert ist und natürlich nicht gesund sein kann und so weiter. Und da verkaufen wir euch aber Nahrungsergänzungen oder wir verkaufen euch irgendwelche Gesundheitsmaßnahmen und machen einfach ein Geschäft damit, dass wir nicht die Ursachen, nämlich die soziale Marktwirtschaft und die arbeitsteiligen Systeme, also quasi beenden und dann mit der Wohlfühlstimme und anderen und den anderen Elementen, also das Problem an der Wurzel lösen, sondern wir machen nur einfach ein Geschäft damit, sozusagen, dass wir euch so Mini-Lösungen oder Scheinlösungen verkaufen und euch dann noch noch ein gutes Geschäft damit machen, dass wir euch den letzten Cent aus der Geldbörse rausholen und am Ende ändert sich an eurem Leiden an der sozialen Marktwirtschaft und an der Arbeitsteilung ändert sich trotzdem nichts. Ne? Und das sind natürlich auch gefährliche Irrtümer, ja, sozusagen. Ja, dann also vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Dann der gefährlichste Irrtum von allen ist ja der Irrtum hier. Der gefährlichste Irrtum von allen ist der Aberglaube, dass alle Menschen gleich seien, dass alle Kinder, die geboren werden, Genies seien. Und so weiter. Jeder Mensch sieht, dass die einen 2,15 Meter groß sind und die anderen als Erwachsene 1,40 Meter groß sind. Jeder Mensch sieht, dass irgendwie die Evolution, die DNS und so weiter, die Mutationen, die genetische Variation und so weiter, überall immer wieder aktiv jederzeit Ungleichheit erzeugt. Also man kann sagen, die Evolution, die DNS und so weiter, Mutation und Selektion, Variation und Selektion, immer geht es grundsätzlich darum, dass unsere ganze Genetik darauf angelegt ist, grundsätzlich in jeder Sekunde Ungleichheit zu erzeugen. Und dem steht natürlich das Ideal mancher Linksnaiven gegenüber, ja, alle Menschen sind gleich, wir müssen alles gleich machen und Gleichmacherei und ja, und gleich und alles gleich.
Aber die Evolution besteht aus Erzeugung von Ungleichheit. Das ist dann, ja, das ist also ein völlig unrealistischer Traum, jemals irgendwelche Gleichheiten herstellen zu wollen, wenn die Evolution jeden Tag dafür sorgt, dass also hier, wenn zwei Eltern, sagen wir mal, beide Eltern wären durchschnittlich intelligent, ja, und dann wird das zwangsläufig immer so sein, dass das eine Kind wird ein bisschen überdurchschnittlich intelligent sein und das andere Kind wird ein bisschen unterdurchschnittlich intelligent sein. Vielleicht wird das eine Kind sogar Trisomie 21 haben, also das Down-Syndrom, und wird ganz, ganz geistig behindert sein und so weiter. Ja? Also das heißt, ständig erzeugt unser genetisches Material aktiv Ungleichheit. Ja? Und von daher ist es so, im Bonobo-Kommunismus, wenn man jetzt mal eine Studie machen würde, wer der Vater, welche Kinder in der Bonobo-Kommune ist, was ja die Bonobos nicht wissen. Und das ist auch gut so, dass sie es nicht wissen, denn Männer in der Kommune lieben natürlich nur deswegen alle Kinder, weil sie davon ausgehen müssen, dass jedes Kind ihr eigenes sein könnte. Also müssen sie sich väterlich und liebevoll gegenüber jedem Kind der Kommune verhalten. Ne? Und so ist es bei den Bonobos auch. Also jeder, da alle Männer Sex mit allen Frauen der Kommune haben, müssen sie davon ausgehen, dass jedes Kind, dem sie begegnen, ihr eigenes genetisches Kind sein könnte. Da ja natürlich auch bei Bonobo-Kommunen natürlich immer eine große genetische Homogenität herrscht. Ne? Also noch einmal das hier kurz zu erklären. Also hier, bei uns, bei unseren Urgroßeltern und bei den Bonobos war es immer gleich. Nämlich in einer Kommune leben die und dann wandern in die Nachbarkommunen ab, die Töchter, und die kriegen dann dort die Enkelkinder. Und dann wandern davon, von den Enkeln, gibt es wieder Abwanderung, also so, dass eigentlich all diese hier, diese Kommune und die um sie herumliegenden Kommunen unheimlich genetisch homogen sind. Das heißt, ein später Homo erectus, genauso wie ein Bonobo, kann an äußerlichen Zeichen nicht erkennen, ob ein Kind von ihm ist oder von einem anderen Mann der Kommune. Außerdem sind die Männer in der Kommune ja zwangsläufig dadurch, dass die Töchter abwandern und die Müttersöhnchen, die Muttersöhnchen bei den Müttern bleiben, ist es ja so, dass die Männer in der Kommune alle ziemlich hochgradig miteinander verwandt sind. Und dadurch gibt es optisch keine Möglichkeit für die Männer festzustellen, welches Kind von ihnen ist und welches nicht von ihnen ist. Dadurch müssen die Männer also quasi alle sich väterlich liebevoll verhalten gegenüber allen Kindern der Kommune. Und das führt dann dazu, dass also letztendlich hier all diese Nachbarkommunen alle sich unheimlich ähnlich sind. Also Multikulti scheint in der Evolution eigentlich gar nicht vorgesehen zu sein. Also das heißt, eigentlich ist eher unheimlich große Homogenität, also sehr große Ähnlichkeit und Verwandtschaft im Umfelde vorgesehen. Und dann ist es auch selbstverständlich, dass man seinen Nächsten liebt, weil die sind ja alle total relativ eng verwandt zu einem selber. Ja? Allerdings nicht so eng verwandt, dass es zu Inzucht käme oder zu Inzuchtschäden käme, weil ja die Töchter von jeder Kommune in die Nachbarkommunen abwandern, sodass diese Männer also nicht mit ihren eigenen Töchtern Sex haben, sondern die Töchter dieser Männer wandern in diese Kommune rüber, ja, und in diese Kommune und in diese Kommune und in diese Kommune, die also man jetzt auf dem Bild nicht mehr sieht. Und ja, und dadurch ist es letztendlich so, dass, ich muss gerade mal gucken, ja, letztendlich so, dass Inzestschäden zuverlässig verhindert werden, aber trotzdem überhaupt kein Multikulti herrscht, sondern einfach Monokulti herrscht. Ja? Also Monokultur, ja? Homogenität herrscht. Und das
Natürlich, wenn ich jetzt 500 Kilometer weitergehe, sind die Leute ziemlich genetisch anders als hier. Aber wenn ich immer nur von in die Nachbarkommune schaue, sind die Leute immer unheimlich ähnlich, diesen Leuten hier. Nur wenn ich 1000 Kilometer weitergehe, kriege ich dann große genetische Abstände. Weil die sich nämlich ja alle, ja, da schauen wir es uns nochmal an. Wo ist es? Wir missbrauchen also wieder dieses Bild hier. Wo ist es? Dieses Bild hier jetzt als Erdkugel. Also wir sehen heute nur einen Ausschnitt davon, aber das wäre jetzt die Erdkugel, ja. Und weil nämlich die Kommunen sind natürlich genetisch anders, weil diese hier, die weiter im Norden leben, sich natürlich eine andere Sonneneinstrahlungssituation genetisch anpassen. Ja, und genauso die hier unten, die werden diesen relativ ähnlich sein in mancherlei Hinsicht. Aber aufgrund der großen Entfernung werden die sich wahrscheinlich auch auseinander evoluieren, sozusagen, sodass also hier andere genetische Zustände sind als hier und hier wieder andere genetische Zustände und ganz oben und so weiter auf der Erdkugel. Also überall kleine genetische Unterschiede bei der Art Homo sapiens dann sich evoluieren werden. Und diese begegnen sich also unter normalen Evolutionsbedingungen eigentlich nicht. Also deswegen müssen wir also nochmal naturwissenschaftlich sauber darüber diskutieren, ob Multikulti überhaupt jemals gute Ergebnisse bringen kann, weil wir eigentlich alle konstruiert sind auf Monokulti, ja, also auf Homogenität und unheimlich nahe Ähnlichkeit und Verwandtschaft. Das heißt also, diese idealen Kommunen funktionieren ja auch nur deswegen, weil es eben keine Unterscheidbarkeit gibt. Stellen Sie sich vor, in dieser Kommune hätte jetzt eine schwarze Hautfarbe, andere mittlere Hautfarbe und eine total weiße Hautfarbe, ja? Und jetzt würden da Kinder geboren, dann kann ja jeder sofort sehen, dass jeder Schwarzhäutige kann sofort erkennen, dass das weißhäutige Kind nicht von ihm sein kann. Und schon wird es nicht mehr funktionieren mit dieser väterlichen, liebevoll, also er wird dann anfangen, Unterschied zu machen, wem er mehr schenkt und wem er weniger schenkt, wird unterscheiden zwischen seinen eigenen Kindern und den Kindern der anderen Männer und schon ist Unfrieden in der Kommune, ja? Und schon funktioniert dieses harmonische bonobo-kommunistische System nicht mehr, ne? Und deswegen müssen wir naturwissenschaftlich darüber nachdenken, ob nicht Multikulti grundsätzlich ein riesiger Fehler war. Wir sehen es ja an Nordamerika mit der Multikulti-Gesellschaft, dass das irgendwie nie zum Frieden kommt, ne? Jetzt mehr Gewalt denn je. Und ob das nicht automatisch auf jede Multikulti-Gesellschaft zwangsläufig zukommen muss, ja? Gut, müssen wir darüber diskutieren. Naturwissenschaftlich sauber. Ne? Ja, dann schauen wir uns nochmal hier das an. Also, das heißt also, ich wette, dass die größte Zahl aller Kinder in jeder Bonobo-Kommune ausschließlich von den intelligentesten Männern, die die größten Geschenke an die Frauen und Kinder machen, kommt. Wenn es also eine Studie gäbe, die wirklich zuverlässig beweisen würde, dass auch diese Männer, die dummen Männer der Kommune, die den Frauen und Kindern fast keine Geschenke machen, weil sie einfach zu dumm dafür sind, ja, wenn die wirklich genauso viele Kinder hätten wie die fähigsten Männer der Kommune, dann fresse ich einen Besen, weil dann sind alle evolutionsbiologischen Grundsätze dann bei den Bonobos aus irgendeinem Grunde außer Kraft gesetzt. Aber ich wette, und jetzt müssten wir, also ich stelle es als wissenschaftliche Hypothese auf, bitte untersuchen Sie mal, und Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass die alle Kinder in Wirklichkeit nicht von diesen sind. Das ist übrigens aber auch kein Problem, weil sich die dummen Männer natürlich auch für die klügsten der Welt halten. Werden die natürlich auch denken, dass alle Kinder von ihnen sind, ne? Und
Wir erleben das ja im Internet, dass jeder geistig Minderbemittelte sozusagen sich ja für den Klügsten der Welt hält. Ne? Also von daher gibt es da keine Probleme, so von wegen mit der Väterlichkeit im Verhalten. Ja? Auch diese werden sich väterlich verhalten. Aber faktisch wird es wohl so sein, dass letztendlich die Körper der Frauen zu den Eizellen nur die Spermien dieser Männer zulassen werden. Und insofern ist alles ist immer Ungleichheit. Ja? Und auch hier. Es entscheidet letztendlich die Schenkleistung der Bonobo-Männer, entscheidet darüber, wer der Vater des nächsten Kindes in der Kommune wird. Ja? Also ist da irgendwo auch immer ein Element von Wettbewerb, von Leistungsaspekten drin und so weiter. Und deswegen wird die Frage sein, ob wir wirklich sozusagen eine völlig leistungsfreie und wettbewerbsfreie Welt wirklich möglich ist. Also sicherlich werden in solchen entspannten Kommunen ist es sicher, gibt es sicherlich keinen Leistungswettbewerbsstress, keinen Konkurrenzstress, keinen, sondern das wird alles sanft und behutsam verlaufen. Aber immer werden Elemente von Leistung und Wettbewerb unterschwellig werden da sein. Weil eben diese Illusion, dass sozusagen jeder alles bekommt und völlige Gleichbehandlung herrscht, das ist wohl eine linksextremistische Illusion, für die wir keine naturwissenschaftliche Stützung finden, ja? Denn irgendwo wird es immer so sein, dass diese hier eher genetisch aussterben werden, tendenziell, und diese viele Enkel hinterlassen werden. Ne? Und das wird wohl so bleiben. Auch wenn die Kommunenform vielleicht sehr sanft und sehr behutsam ist und das nicht größer auffällt, aber trotzdem, solange es DNS gibt und solange dieses Universum von DNS bestimmt ist, solange wird es immer auch Ungleichheit und ungleiche Ergebnisse geben und so weiter. Ne? So, dann schauen wir noch mal hier abschließend noch mal unser Tagesbild. Ja, das heißt also, heute war mal wieder eine lange Sonntagspredigt sozusagen, eine ausführliche Sonntagspredigt. Noch einmal, also die gefährlichen Irrtümer all dieser Leute hier sind wir gerne bereit, in jeder Talkshow zu diskutieren. Wobei es eben, wie gesagt, wer hier nicht erwähnt ist, der hat meistens so viel Irrtümer im Kopf, dass es sich gar nicht lohnen würde, mit ihm zu reden. Also diese Liste der Menschen mit den gefährlichen Irrtümern ist einerseits ein Kompliment und andererseits eine sachliche Kritik. Und wie gesagt, wenn Sie so sozusagen außer den Materialien der Next Scientists for Future noch anderes studieren wollen, dann wenigstens diese, weil, wie gesagt, wenigstens geht Christian Felbers Gemeinwohlökonomie ungefähr in eine gute Richtung oder richtige Richtung. Und das ist doch schon mal besser als vieles andere, ne? Und so weiter. Ja? Und so muss man diese Liste verstehen. Doppeldeutig. Einerseits massive Kritik an deren gefährlichen Irrtümern, andererseits das Kompliment, dass sie irgendwo auch realistische Aspekte haben. Ne? Sogar Dr. Markus Krall hat manches realistische, Hans-Werner Sinn hat viele realistische Aspekte, aber er ist nichtsdestotrotz ein pseudowissenschaftlicher VWL-Vertreter, weil er die NVWL nicht versteht und nicht akzeptiert. Ne? Und gar nicht zur Kenntnis nimmt bis jetzt. Ne? Ja, also das war es mal wieder mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute, unserer Sonntagskirchenpredigt sozusagen. Also bis bald. Tschüssi.